Ich heiße Hochreiter Wojak Michaela, arbeite im Seniorenheim Falsch seit 1. Dezember 2017 und habe seit 1. Mai die Serviceleitung übernommen. Also das ist der Fetzen, für das wir das Zimmer nehmen, also zum Abwischen nehmen. Den brauchen wir alle Tage. Das ist der wichtigste Fetzen. Aber fürs Bad und fürs WC haben wir eigene Farbe, eigene Fetzen. Ich wollte eigentlich immer mit Leuten zu tun haben und jetzt hat sich endlich mein Traum erfüllt. Also mein Arbeitstag beginnt im Service um 8 Uhr in der Früh. Das fängt an mit Wäsche sortieren, Waschmaschine einschalten und nachher gehen wir in die Zimmer. Da werden Bad geputzt, WC geputzt und Zimmern geputzt. Dann nach der Mittagspause werden die Gänge desinfiziert, die Handläufer halt und die Böden werden gewischt. Dann müssen wir zwischendurch wieder die Wäsche rausgeben, in Trockner einschalten und die Fetzen müssen wir vorm Nachhausegehen wieder ansetzen. Das Schönste am Beruf ist, mit älteren Menschen zusammen zu sein und vor allem, man gibt ihnen das Gefühl, dass sie sich geborgen und heimelig fühlen. Wichtig ist beim Arbeitstag, wenn man viel Humor und gute Laune mitbringt und da ist eigentlich den Heimbewohnern spüren los, dass man für einen da ist und ja, dass er sich halt wohlfühlt. Der lustigste Moment eigentlich in den Heimherinnen ist für mich gewesen, wenn eine Heimbewohnerin immer fragt, nach dem Essen oder nach dem Trinken, was zahlen muss. Und ich sage immer, ja, das geht aufs Haus, selbstverständlich. Also das Schönste ist für mich eigentlich bei der Volkshilfe zum Arbeiten. Du wirst aufgenommen, das ist wie eine kleine Familie. Und vor allem, ich habe so viel Unterstützung gehabt, weil ja für mich das alles neu war. Und weil so super Arbeitskollegen haben und wir sind ein super Team eigentlich, muss ich sagen. Es passt alles und wir taugen es viel herinnen.